als Teamchef plötzlich ist es so, dass ganz Österreich entweder für dich ist oder gegen dich ist. Mhm. Und ich habe natürlich auch Zeiten mitgemacht, wo die ganze Nation dann eigentlich froh gewesen wäre, dass ich schon weg bin. Und am Schluss, wie ich dann gegangen bin, waren alle froh. Und dann der nächste Schritt im Nachwuchskader des österreichischen Skiverbandes zu sein, das war Wahnsinn. Das hat aus meinem Ort noch nicht, also aus meinem Skiclub noch keiner geschafft. Und das war damals Wahnsinn. Ich sage ja auch immer, es ist egal, wie man aussieht und woher man kommt. Das ist ja auch so. Und dann meinen viele, ja, warum schminkst du dich dann so auf und warum putzt du dich auf wie eine Weihnachtsgans? Und ich sage immer, weil das meine ganz eigene Wahrheit ist. Wer geliebt werden will, ist auf einer Kabarettbühne, finde ich, falsch. Mhm. Interessant, ja. Zumal die meisten Menschen dem Irrtum aufsitzen, dass Liebe gerecht wäre. Und die Liebe ist intrinsisch eine ungerechte Veranstaltung. Kann ich nicht auf der Bühne ehrlich sein? Ist ja nicht ehrlich, weißt du, was ich meine, ist ja keine Kategorie. Mhm. Wenn ich auf der Bühne ehrlich bin, dann habe ich nichts zum Erzählen und dann habe ich nichts zum Sagen. Ist ja langweilig. Dann stehe ich da in meiner Selbstzufriedenheit, in meiner unsympathischen und unterhalte niemanden. Wenn man sowas mit einer Familie macht, es gibt ziemlich alle Dinge auf der Welt, kannst du dir kaufen. Aber das kann sich kein Mensch kaufen. Mhm. Dass du mit deinen Kindern einen vierstimmigen Choral singen kannst. Ja, super. Das kann sich niemand kaufen. Ja. Das gibt es nicht mit Geld. Ja. Und das hat mich so stolz gemacht, weil es auch stimmt. Weißt du, was eigenartig ist? Ich hatte mit dieser Figur, ich blogge mich sonst sehr, aber mit dieser nicht die geringsten Schwierigkeiten. Es lag so auf der Hand. Es war sehr gut geschrieben vom Hinterberger. Und ich muss sagen, also vor allen Dingen vom Reinhard Schwabenitzky wirklich ausgezeichnet gemacht. Nicht? Und ja, ich meine, was kann die Frau anderes tun als diesen Brüllaffen, den sie ja liebt und er sie auch. Und sie lieben die Familie und sie halten zusammen wie Pech und Schwefel. Ne? Und runterbringen. Ne? Viele mögen dich und viele hassen dich. Ja. Und dieses Hass ist so eine neue Sensation, das kennst du vorher gar nicht. Wenn dann plötzlich auch Leute dazwischen sind, die dann ein Ei auf dich werfen oder irgendwie sowas. Habt ihr das erlebt? Ja, klar. Ja. Klar, dann denkst du auch so, was habe ich dir angetan? Kennen wir uns? Leute, die Lieder schreiben, die sich auf die Bühne stellen, die singen, tanzen, die einfach Musik machen, die einen österreichischen Ursprung haben, dass man die respektiert, als solche wahrnimmt und nicht permanent die österreichische Szene totredet, weil sie das nicht ist, sie lebt. Ja. Verdammt nochmal, ja, wenn es manche Leute nicht mitkriegen wollen, weil die wollen das einfach nicht. Das sind so selbstprofilierungssüchtige Selbstdarsteller, wo man speiben kann. Es geht mir jedes Mal so, dann, der geht auf die Bühne und dann kann der blecken. Was heißt das? Zahnen, weinen. Weinen, okay. Muss ich jetzt schon warnen. Der kommt auf die Bühne und da denke ich mir, mei, dass ich das Talent habe, dass ich die Menschen sehen darf, dass der im Alter noch spielt. Und das ist so ein toller Sänger. Und wenn es mir schlecht geht, höre ich von die Musik. Und dann geht es mir wieder gut. Und dann steht er da in Berlin, war das letzte Konzert von ihm. Und dann steht er da so, weiß ich nicht, so 20 Meter weg. Und dann, das ist großartig. War der kann schön, wirklich dass zahnen. Das so ja, total. Berührend, ja, oder, so berührt. Ja, oder auch damit wirklich ist die Frage beantwortet, gell, so. Das jetzt zahne ich vom Pizza, schau her. Macht nichts. Voll schön.